Das ist immer das, wenn man Athleten jahrelang begleitet und das dann so sieht, wie sich Träume in Sekundenbruchteilen auflösen. Wir sind hier schon beim nächsten Rennen. 200 Meter Lagen der Frauen. Das letzte Rennen des heutigen Tages. Alexandra Wenk, die Jugend-Europameisterin, über die 100 Meter Schmetterling gestern mit einer klasse Zeit. Persönliche Bestzeit auf der Strecke. Und hier Theresa Michalak, große Favoritin. Und mit Topform hier bei diesen deutschen Meisterschaften über die 200 Meter. Ihre Familie ist da oben, die Oma, der Opa schauen mit hin. Die Eltern auch sind mit in der Halle, drücken die Daumen, dass es jetzt auch über die 200 Meter Lagen was wird mit dem Olympiaticket. Alle sind hier und das alles entscheidende Thema sind einfach die Olympischen Spiele in London. Da will die Familie auch hinreisen, auch die von Theresa Michalak. Und es gibt doch nur so wenig Chancen. Die Chance hier oder die Chance bei der EM in Debrecen, die wir Ihnen auch übertragen werden, meine Damen und Herren. Da kann es dann Dorothea Brandt auch noch mal versuchen. Aber klar, wir leiden mit den Athleten, Athletinnen und hoffen einfach darauf, dass es möglichst viele schaffen, sich zumindest den Traum der Teilnahme zu erfüllen. Wir sind bei 200 Meter Lagen der Frauen. Los geht's mit Schmetterling, danach dann Brust, Rücken, Freistil. Das sind die Allrounder, der Schwimmer und die Favoritinnen auch hier nach Vorlaufzeit sich orientierend auf den Mittelbahnen schwimmt. Aber natürlich immer auch der Versuch von Außenseitern wie zum Beispiel Alexandra Wenk, die hier auf sich aufmerksam gemacht hat. Als junge Schwimmerin aus München kommen für die SG Stadtwerke am Start aus Altperlach vom Isar Sportgymnasium. Als Junioren-Europameisterin angereist über 100 Meter Lagen, auch ganz stark über die Schmetterlingsstrecke. Sie wird herausgefordert von Theresa Michalak. Aber etwas überraschend, Wenk hält die Führung auf den ersten 100 Metern. 1:02:60, das ist eine richtig gute Zeit. Jetzt kommt allerdings ein bisschen ihre Problemstrecke, das Brustschwimmen. Und schon ist Theresa Michalak an ihr vorbei. Die hat es ein bisschen ruhig angehen lassen, sogar langsamer als im Vorlauf heute. Theresa Michalak, die muss jetzt richtig was zeigen auf den zweiten 100 Metern. Mit der roten Kappe da gut zu erkennen, ist eine gute Brustschwimmerin. Lässt da die Alexandra Wenk fast ein bisschen stehen. Mal schauen wir mal hin, 50 Meter noch, 1:41, 38. Jetzt muss sie alles aus sich rausholen, wenn das noch was werden soll mit der Olympianorm. Das ist jetzt auch schwierig, allein ohne Gegnerin da. Das wird eine richtige Zitterpartie. Ihr Trainer Frank Embacher, der winkt da am Rand, deutet an, schwimm, Mädchen, schwimm. Peitscht sie nach vorn, die letzten 5 Meter. 2:12:37 ist die Norm. Oh, 1/12 ist sie drüber. Ach, ist das ärgerlich. Das ist die Familie, die wir Ihnen schon vorher gezeigt haben. Die kennen die Zeit alle, aber sie ist ausgepumpt. Sie hat alles aus sich rausgeholt und sie ist in Form. Sie ist ganz nah dran. Es ist ja nicht so, dass wir nun über Jahre Frauen gehabt hätten, die auf der 200 Meter Lagen im Bereich der Top-10-Zeit der Welt mitschwimmen könnten. Das war eine Leistung. Es ist dann einfach schade, wenn diese Zehntelsekunde hinten raus fehlt. Ja, eine ganz positive Athletin da, Theresa Michalak. Auch ein bisschen, müssen wir sagen, erkältet seit 4 Tagen. Beim Rückenschwimmen sagt sie, hört sie es richtig rasseln in der Lunge. Hat noch nie so gut trainiert wie in diesem Jahr. Und wenn dann so eine Erkältung die Tage vor der deutschen Meisterschaft und bei den Rennen erschweren, dann ist da schnell eine Zehntelsekunde verloren. Schauen Sie mal oben, 2:12:37, 2:12:49, das Ergebnis.